Legendäre Samurai oder verrückter Schwertschwinger? Was steckt hinter S-Class Hero Nummer 4 Atomic Samurai? Kamikaze oder mit seinem Helden-Spitznamen Atomic Samurai ist Rang 4 der S-Class Helden der Hero Association. Er ist ein Schwertkampfmeister und Mitglied des Rates der Schwertmeister. Atomic Samurai ist ein sehr stolzer Mensch, was man gesehen hat, als er es vermied, Saitamas Hand zu schütteln. Aus dem Grund, dass er nur denjenigen die Hand schüttelt, welche er als stark ansieht. Er würde Saitama die Hand schütteln, wenn dieser es in die höheren Ränge der S-Class schafft. Er reagiert auch sehr sensibel, wenn man ihn als Mann mittleren Alters bezeichnet. Er selbst hat auch drei Schüler unter seinen Fittichen, nach denen er schaut und sie zu Höchstleistungen pusht. Diese vertrauen Atomic Samurai auch bis aufs Blut, was man zum Beispiel daran sieht, als Ia Ian seinen Arm verlor. Wollte er deshalb nicht den Schwertkampf aufgeben. Worauf er aber noch schlimmer reagiert, ist, wenn man ihn als Schwächling bezeichnet. Er platzte fast, als Sweet Mask behauptete, er wäre stärker als der Atomic Samurai. Gleichzeitig toleriert er aber Leute, die seine Schüler als schwach bezeichnen, auch wenn er sich dabei unwohl fühlt. Trotz seines Stolzes ist er denjenigen gegenüber, die er respektiert, sehr freundlich. Siehe Bang oder die anderen Schwertmeister. Er testet auch gerne mal seine Stärke gegen starke Gegner aus. So forderte er mal King heraus. Auch aus dem Grund, weil er wissen wollte, wie King kämpft. Er bleibt ruhig, egal wie stark der Gegner auch sein mag. Er beurteilt auch Leute danach, wie sie einen Apfel zerschneiden. So akzeptierte er auch seine drei Schüler. Einmal wollte er auch King damit testen. King konnte aber das Schwert gar nicht erst ziehen. Jedoch hat Atomic Samurai das dann missverstanden und dachte, King hätte so schnell das Schwert gezogen und den Apfel zerteilt, dass dieser in seine ursprüngliche Form zurückgesprungen ist. Sein Selbstvertrauen ist aber auch gleichzeitig seine größte Schwäche. Als er, ich hoffe, ich darf jetzt auf YouTube diesen Namen sagen, Black Sperm bekämpfte, ein Dragon Level Monster mit der Fähigkeit der Teilung, schlug er immer wieder auf die Kopien ein, obwohl diese sich dadurch nur vermehrfachten. Was dann zu einem Scheitern führte und so verlor er den Kampf. Auch beim Kampf gegen Melzargard wollte er keinen anderen Weg finden, ihn zu besiegen, als mit roher Gewalt. Als einer der Top S-Class Heroes ist er einer der stärksten aller Helden. Er wird auch als stärkster Backup-Held bezeichnet. Wo ich zum einen einfach mal gar nicht verstehe, warum ein Samurai mit einem Schwert, der klar in die Offensive geht, der beste Backup-Held ist. Naja gut. Zudem ist er noch der stärkste Schwertkämpfer der Erde. Super Alloy Darkshine meinte, wenn Garou gegen Atomic Samurai antreten würde, würde Garou vermutlich sterben, bevor er auch nur eine Technik vollziehen könnte. Er ist extrem schnell und hat starke Reflexe. Er kann seine Gegner in einem Augenzwinkern in tausende Teile teilen. Er besiegte auch Haragiri, welcher selbst behauptete, er sei schneller als der Sound. Sein Schwertziehen ist so schnell, dass selbst Speed of Sound Sonic es nicht sehen konnte. Er griff zum Beispiel auch Rhino Wrestler so schnell an, dass dieser glaubte, Atomic Samurai hätte noch gar keine Attacke gestartet. Kurz bevor er dann starb. Er konnte auch Blitze von Orochi nur mit seinem Schwert abwehren. Zudem ist der Atomic Samurai auch noch extrem stark. Er kann alles mit seinem Schwert zerteilen. Es wird gesagt, dass seine Kraft ähnlich einer Nuklearbombe ist. Er konnte selbst ein Monster nur mit seinem Zahnstocher zerschneiden. Es wird zudem behauptet, der Atomic Samurai könnte mit nur einem Schwertstreich 100 Feinde erledigen. Aber auch seine Schwertkunst hat seine Limits. Er kann zum Beispiel keine Atome spalten. Shame on you. Zu seinen Fähigkeiten gehört der Atomic Slash, wo er 100 schnelle Schwerthiebe ausführt innerhalb einer Sekunde, welches seine Gegner in Stücke zerteilt. Atomic Samurai ist der einzige auf der Welt, der diese Technik beherrscht. Dann hat er noch seine Flash Attack, welches ein einzelner Schlag mit Highspeed ist. Mit dieser Attacke kann er auch um sich herum zuschlagen. Dann noch sein Air Blade, wo er mit seinem Schwert zuschlägt und eine Schockwelle auf den Gegner feuert. Er hat diese Technik auch Okamai Tachi beigebracht. Der Atomic Samurai ist wohl auch ein extrem guter Lehrer, was man an seinen treuen Schülern erkennt. Diese sind alle an der Spitze der A-Class. Laut Fubuki würden alle seine Schüler schon längst S-Class sein, wenn Sweet Mask nicht den Weg blockieren würde. Als Waffen nutzt der Atomic Samurai einmal sein Katana und einmal seinen Wakizashi.
Bisher hat er aber sein kurzes Wakizashi noch nicht benutzt. Auch der Atomic Samurai wurde von der Hero Association bewertet, wobei seine Schwäche in seiner Intelligenz liegt und seine Stärke in seiner Kraft. Insgesamt bekam er 62 Punkte. Eigentlich hatte im Original der Handgriff von seinem Schwert das Swastika-Symbol, für alle, die nicht wissen, was es ist, das Nazi-Hakenkreuz. Wurde aber im Manga und im Anime dann später in das Atomsymbol umgeändert. Ich persönlich finde den Atomic Samurai genial, aber ich mag auch Samurais. Irgendwie erinnert er mich an den Afro-Samurai und mich würde interessieren, wie er gegen Zoro kämpfen würde. Was denkt ihr, wer würde gewinnen? Atomic Samurai, Afro Samurai oder Laurenord Zoro? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Like und einen Klick auf den Abo-Button. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.